Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Ich zeige euch heute mal, wie ihr in Euro Truck Simulator und American Truck Simulator drei Monitore benutzen könnt, also ein Triple Monitor Setup Video. Falls euch sowas interessiert, schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare, dann kann ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr in das Thema eingehen. Nicht nur in Triple Monitor, sondern vielleicht auch noch mal mit Custom DIY Buttonbox und sonstigen. Und dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit dem Video und let's go. Nachdem ihr Google geöffnet habt, öffnet ihr einfach diesen Link eurotrucksimulator2.com oder einfach den Link unten in der Videobeschreibung. Die haben dazu ein offizielles PDF hochgeladen, wie man auch sieht, welche Modis man benutzen muss und wie das alles funktioniert. Ich möchte es euch einfach mal ganz kurz vorstellen. Es gibt zwei unterschiedliche Typen, 0, 1 und 2 und dazu noch 3. Das heißt, ihr habt einmal drei Monitore, die einfach glatt sind. Dann habt ihr einmal drei Monitore, die, sag ich mal, im 45 Grad Winkel zu euch alle sind. Also, dass jeder Monitor 45 Grad hat. Und dann habt ihr nochmal zum Beispiel ein, da sind drei Monitore, ganz normal, plus ein vierter Monitor da unter. Sowas gibt es auch. Hiermit erklären sie euch einfach nur ein bisschen, was ihr alles so machen könnt und worauf ihr zu achten habt. Das empfehle ich euch einfach mal durchzulesen. Ich zeige euch jetzt einfach mal den groben Schnitt, was ihr dafür machen müsst. Dafür geht ihr auf den Explorer, öffnet das, dann geht ihr einmal in Euro Truck Simulator oder in American Truck Simulator, einem von beiden Spielen, was ihr auch gerne ändern wollt für ein Triple Monitor Setup. Öffnet die Config-Datei mit Doppelklick. Bei mir ist es ein Visual Studio Code, bei euch kann es auch unterschiedliche Programme sein. Ich habe es halt, wie gesagt, im Visual Studio Code. Und jetzt müsst ihr einfach nur noch suchen. Uset Air Multimon Mode 0 steht bei euch. Wir haben es auf 2 geändert. Wenn ihr euch das nochmal anguckt, auf der Webseite seht ihr, das sind die Monitore mit den 45 Grad Winkeln. Das haben wir auch. Also haben wir Uset Air Multimon Mode 2 genommen. Und jetzt haben wir noch Uset Air Multimon POV Horizontal 65. Standard ist 50 und das erkläre ich euch jetzt einmal ganz kurz. Ihr könnt hier eure POV, also Point of View, ändern im Spiel mit einem Monitor. Das heißt, ihr könnt näher ran, also zum Beispiel ihr habt einen 80 Grad Sichtblick, 90 Grad oder 100 Grad Sichtblick. Und jetzt ist es so, dass es mit dieser Zahl, die wir hier in diesem Code eingegeben haben, so ist, dass wir 65, also eine POV von 65 pro Einzelmonitor haben. Wenn wir das alles zusammenrechnen, komme ich auf 195, das heißt, wir haben eine Sichtweite von 195 Grad. Das ist mit drei Monitoren meiner Meinung nach schon sehr gut so zu spielen. Ich mag es. Ihr müsst natürlich ein bisschen hin und her euch angucken, wie es euch gefällt. Das kann ich euch natürlich noch nicht sagen, mit welchem POV es am besten ist. Das kommt auch von LKW zu LKW drauf an. Nachdem ihr das alles geändert habt, macht ihr nochmal einen Rechtsklick auf den Monitor. Weitere Optionen anzeigen. NVIDIA Systemsteuerung, die müsst ihr einmal öffnen. Nachdem ihr die geöffnet habt, geht ihr einfach auf die Surround-Konfiguration mit dem Haken und drückt auf Konfigurieren. Jetzt habt ihr die Topologie. Ich sage 1 zu 3. Seht ihr jetzt so im Hintergrund eingeblendet, haben wir 2, 1 und 3. Das heißt, wir machen auch die Monitore so, weil auf jedem Monitor stehen jetzt die Zahlen des Monitors. Und in dieser Reihenfolge ist es jetzt. Und jetzt drücke ich einfach nur noch auf Surround aktivieren. Und jetzt zeige ich euch das gleich nochmal schnell in-game. Nachdem ihr Euro Truck Simulator gestartet habt, werdet ihr ganz normal noch diesen Display sehen. Dann geht ihr hier einmal auf Einstellungen und wechselt das zu eurer Auflösung, die ihr gemacht habt. Dann drückt ihr auf Anwenden. Und wenn wir jetzt das Spiel fortsetzen, drücken wir hier nur noch einmal auf Fahren. Und nachdem das hier alles geladen habt, seht ihr, wir haben alle drei Monitore. Jetzt wechseln wir ins Blickfeld. Und bei mir ist es so aufgebaut, ich sehe den Spiegel ohne Probleme. Ich kann hier ganz normal fahren und da ist mein Spiegel, da ist mein Spiegel. Das soll es auch mit dem Video gewesen sein. Wie gefällt euch das Ganze? Schreibt das doch gerne mal unten in die Kommentare. Schreibt mir doch auch mal gerne hin, ob ich euch geholfen habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Reinschauen. Haut rein.